48 11 5 33. Das ist nicht die Telefonnummer der Brauerei, aber trotzdem die technischen Daten eines Bieres. Welches das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid genauso motiviert wie ich, das heutige Bier zu verkosten. Es ist mal wieder ein Tipp, den ihr mir selber gegeben habt. Und diesmal geht der Dank raus an den Stefan, der gesagt hat, ich soll mal das Junghopfenpilz von der Freistädter Braukommune aus Freistadt probieren. Und ja, er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Zwei Gründe, die dafür sprechen. Zum einen, das ist wirklich ein gutes Bier. Und zum anderen, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren sicher kein Bier mehr von der Freistädter Brauerei gehabt. Das müssen wir definitiv ändern. Und deshalb nochmal, wie gesagt, vielen Dank an dich, Stefan, dass du mich da ein bisschen wachgerüttelt hast. Was uns hier erwartet, habe ich euch ja im Einspann schon gesagt. 4,8 Volumenprozent Alkohol, 11,5 Grad Plato und 33 Bittereinheiten. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass die Freistädter Brauerei tatsächlich eine der wenigen, ich sag mal, mittelständischen, größeren Brauereien ist, die doch sehr viel Information, zumindest was diese technischen Daten angeht, zu ihrem Bier liefern. Was sie nicht geliefert haben, was mich allerdings jetzt natürlich bei dem Namen Junghopfenpilz interessiert hätte, war, ist es Grünhopfen, Junghopfen? Also wie hat man da den Hopfen tatsächlich verwendet? Man, wenn man das Bier schon so nennt, dann ist das vielleicht so die letzte Information, die man vielleicht noch geben sollte. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass Magnum, Aurora und Golding aus dem Mühlviertel da reingekommen sind. Also der Hopfen jedenfalls ist ganz lokal hergestellt bzw. gewachsen. Und insofern glaube ich schon fast ein bisschen, es sind auch Hopfendolden da draußen drauf. Das will natürlich zunächst mal nichts heißen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass da auch Grünhopfen drin ist. So, dann schauen wir hier oben drauf. Es gibt für jedes Bier bei der Freistädter Brauerei eine eigene Bottle Cap und natürlich auch die Longneck-Flasche. Ganz charakteristisches Merkmal dieser Brauerei, die ja die einzige Braukommune ist, die wir noch in Österreich haben. Und schauen, dass wir die ganze Flasche überhaupt ins Bild kriegen. So, also, das lässt doch mal das Pilzbiertrinkerherz höher schlagen. Eine ja, schöne, ungetrübte, glanzfeine, hellgelbe Farbe, ein Fingerbreit Schaum oben drauf und ein Schaum, den wir, wenn wir das wollen, auch mit einer schönen Gardine ans Glas hängen. Kohlensäure auch durchaus lebhaft. Oh ja, also es hat so diesen typischen Grünhopfen-Geruch, so ein bisschen Heu drin. Der Hopfen an sich ist sehr, sehr grasig, schöne Malznoten, aber alles sehr dezent. Oh, also das ist wirklich, das ist auch ein Pilz, wo man sagen muss, wenn man jetzt die Augen verbunden bekommt und daran riecht, das kriegt man fast schon mit, auch schön blumig, dass das ein Pilz ist. In diesem Sinne, cheers! Schau, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil es ist relativ, also der erste Eindruck ist so eine malzige Süße, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Und die wird dann, jetzt im zweiten Schluck, das arbeitet sich so ein bisschen nach vorne. Der Hopfen, der braucht ein bisschen, bis er anfängt wahrgenommen zu werden. Es kommt dann so ein schöner, grasiger Hopfen dazu. Und der hängt sich, das merkt man jetzt schon, der hängt sich so richtig schön auch in den Mund rein. Schön trocken das Bier auch. Und grasige Töne kommen dazu, so ein bisschen Heu mit dabei. Und das ist kein besonders komplexes, kompliziertes Bier, aber es macht eben dieses
dieses trockene, knackige, was man tatsächlich auch von vielen Pilzbieren aus Österreich nicht kennt, ist hier definitiv mit dabei. Und es ist so spannend, weil das Bier hat sehr süßlich angefangen und das ist komplett weggeblasen. Also diese schöne, leichte, bittere, aber trotzdem sehr präsent, 33 Bittereinheiten, das muss ich mit internationalen Pilzbieren überhaupt nicht verstecken. Das ist eher sogar schon fast am oberen Ende. Und es nehme ich jetzt schon vorweg, es wird hinten raus nochmal ein Tick trockener. Aber es hat einen schönen, schlanken Körper. Nicht zu intensive Kohlensäure, eher so ein bisschen sanfter, ein bisschen cremiger und so eine dezent ölige Textur. Ist auch spannend. Hinten raus, wie gesagt, wird es noch mal ein bisschen trockener. Und es kommt noch mal so ein bisschen so ein leichter Malzgeschmack mit rein. Aber auch das, was ich gesagt habe, diese Bittere, die hält dann sicher oh, eine halbe Minute, wird sie sicher da sein. Und das ist eben das, wo man dann eben wieder ein Bier nach dem anderen oder einen Schluck erstmal nach dem anderen, ein Bier nach dem anderen, einen Schluck nach dem anderen machen will und immer wieder Lust auf das Bier bekommt. Also ich muss sagen, lieber Stefan, nochmal vielen Dank für das Wachrütteln. Freistädter Junghopfenpilz, ein wirklich tolles Bier. Haben Sie da einen, ich kann es, 250 Jahre, ich dachte, Sie hätten einen Preis gewonnen, aber haben Sie bestimmt auch mal für das Bier. Von ProbierTV gibt es für das Freistädter Junghopfenpilz oh, 4 von 5 möglichen Punkten für das Bier aus der Braukommune zu Freistadt. Und wenn ihr andere Biere kennt, auch vielleicht aus Freistadt, die ihr mal gern hier am Kanal sehen würdet, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich freue mich über eure Inputs und ihr seht, ich erfülle sie auch. Und da kommen in den nächsten Tagen noch einige Videos nach, wo eure Lieblingsbiere dann hier auf dem Kanal landen. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers!